Ich begrüße Sie recht herzlich bei Damals und begrüße bei uns hier den Rudi Treiber. Ich sage immer, der Rudi Treiber ist der Bruce Springsteen des Burgenlandes. Na, nicht nur, dass er so ausschaut. Pferde, ich glaube, du brauchst Brünne. Hat er natürlich auch, so wie der Bruce Springsteen, eine tolle musikalische Karriere hinter sich. International. Oder möglicherweise natürlich noch vor sich. Also, ich sage, es sind so geschätzte 8 oder 9 CDs, die du produziert hast 15. In deinem Leben. 15. Also inklusive Lounge-Platten, damals hat es ja noch Platten gegeben. Lounge-Platten, Singles. Also das ist schon ein ordentliches Werk, das der Rudi Treiber hinterlässt. Rudi Treiber ist gelernter Lehrer, 1950 in Joes geboren. Das war jetzt notwendig, dass man Geburtsdatum sagt. Ja, oder wie der Herr sagt, Mensch, schaut aber noch jung ist aus. Ist auch wurscht. Schaut aber noch jung aus. Das macht ja nichts. Wie war die Jugend in Joes, Rudi? Bin in der Schule geboren, das war die Dienstwohnung meiner Eltern. Bin dann nach Unterwaldsdorf ins Gymnasium gekommen, weil ich als Kind gern Fahrrad gespielt habe mit meinem Freund und mein Vater hat gesagt, wenn er so gern Fahrrad spielt, dann kommt er ins Priesterseminar nach Unterwaldsdorf. Dort habe ich nicht lange aufgehalten, dort haben sie noch 500 rausgeschmissen. Und ich bin dann nach Graz gekommen und von Graz dann nach Neusiedl, von Neusiedl ins Muppet, dann an die Pädagogische Akademie und dann hat meine internationale Musikkarriere begonnen, wie jeder weiß natürlich. Du bist also ausgeflogen worden, weil es die Beichte ausgeschmissen worden, weil es die Beichte abgenommen hast, naja, als 8-Jähriger oder was? Wir haben, das war so eine komische Art, man hat müssen einmal in der Woche arbeiten. Die Gelegenheit habe ich wahrgenommen und habe mit der Fond gestohlen. Was da vorstellen, es war im 61er Jahr, bin ich Autostopp von Unterwaltersdorf bis nach Joes gefahren. Habe ich gebraucht 7 Stunden. Und wie ich vor der Tür gestanden bin, hat meine Mutter geglaubt, sie ist dem Herzinfarkt nahe. Mein Vater hat zum Hieb ausgeholt, hat mich aber nicht geschlagen. Da habe ich gesagt, wenn du mich nochmal zurückschickst, ich reise nochmal aus. Und das war dann das viermonatige Ende. Also und jeden Tag in der Früh um 6 Uhr aufstehen und beten. Wie war Joes? Also ich kann mir vorstellen, dass Joes damals, da sind also noch die Ganseln auf der Straße nochmal umgerannt. In den Anfängen schon. Ich meine, das hat mir auch gefallen. Und da haben sie den Stier durchtrieben durchs Dorf, im Nasenring zum Sprung, irgendwo, irgendwelche Kühe haben schon gewartet. Das war urig, ja. Aber ich meine, man kann die Zeit nicht aufhalten. Heute ist ja also ein netter Fremdverkehrsort, wie auch Neusiedl, nicht zu vergessen, wo ich auch schon jetzt 50 Jahre wohne. Ein bisschen Musik gemacht und ich habe geglaubt, die Texte, die ich schreibe, die sind irrsinnig gut. Und habe Musik dazu gemacht und dann habe ich sie irgendwo vorgetragen. Die Resonanz war nicht so überwältigend und dann bin ich umgestiegen auf Kritisches, Freches. Hier da haben sie die Ohren gespitzt und ab dem Moment ist es dann auch gegangen. Dann habe ich an verschiedenen Konzerten, also früher habe ich oft 40, 50 Konzerte im Jahr gespielt. Beim Melker Folk Festival ist einmal so einer von der Areola hingekommen und hat gesagt, das gefällt ihm und er will eine Platte. Und da haben wir eine Platte gemacht. Nicht? Und so hat es angefangen. Dann 3 Langschulplatten, 2 Singles und das 10, 12 CDs. Ja, es ist nicht überwältigend, man wird nicht reich. Ich will auch nicht überall. Also irgendwelche Volks- und Gröllfeste, so viel Geld haben die nicht. Das spiele ich einfach nicht. Das tue ich nicht. Das bin ich mir irgendwie selber irgendwie seelisch schuldig. Man hat jeder eine Schmerzgrenze. Also das kann man mit Geld nicht aufgeben. Aber doch im Schloss gespielt, also das muss man schon sagen. Im Schloss, nächstes Jahr spiele ich auch mit Lovely Days. Das ist schon toll. Ich meine, es ist mir schon klar, dass 90% der Menschen wegen mir kommen. Und die restlichen 10% nur wegen Deep Purple und Status Quo, ja. Aber mit dem müssen die halt leben. Sicher, bleibt ihnen nichts über. Ich schätze den Veranstalter, ein guter Freund von mir, sehr. Er hat viel durchgemacht, das war nicht leicht, aber sowas musst du mal schaffen, von klein auf bis so weit. Hut ab, Ewald, wirklich. Dann gibt es also noch auch neben, das ist alles natürlich neben dem Lehrerberuf noch passiert. Ja, natürlich. Dann gab es auch noch so einen kleinen abstechenden Journalismus. Ich habe mich beworben bei verschiedenen Zeitungen und die haben mich genommen. Ich zitiere meinen Vater, du traust dich über Sachen drüber, von denen ich weiß, dass du das nicht kannst, aber es wird immer was draus. Es ist von der Schule heim um 3, dann in die Redaktion bis um 11 Uhr auf die Nacht. Das 4 Jahre lang. Ne? Dann war die zweite Scheidung fällig, dann haben wir gedacht, nein, jetzt lege ich alles zurück, man muss nicht der Reichste am Friedhof sein und ein Ruhes und passt da. Gut, Malerei. Und dann ist natürlich noch, nach der Pensionierung, ja, ist dir ein Haus in Griechenland über den Weg gelaufen. Interessant, wie auf das gekommen bin ich mit meiner damaligen Frau, also eine Rundreise mit meinem Land Rover gemacht
Und um 2 in der Früh ist der Auspuff abgerissen. Und um 2 in der Früh ist das natürlich ein Elementarereignis. Und bevor ich das ganze Dorf aufgeweckt hätte, bin ich stehen geblieben. Am nächsten Tag in der Früh ist sicher ein Schüttel Real Estate. Na, und mir denkt, wenn ich schon fort, das muss ein Wink des Schicksals sein. Du hast das Haus deinem Lendrohr zu verdanken, sozusagen. Richtig, dem Auspuff. Dem Auspuff. Okay. Und dann war einmal das Haus da, ja. Und neben dem Haus sind ein paar Olivenbäume gestanden. Ein paar ist gut, ich arbeite nichts. Ich bin ein Meister der Delegation. Nein, ich fahre runter und schaue, habe 5 albanische Arbeiter, die machen das für mich. Da gibt es dann sogar ein eigenes Olivenöl-Kochbuch. Das Kochbuch ist, das ist überhaupt die Ironie meines Lebens. Ich habe eine totale Küchenallergie. Aber das ist, habe ich ein altes Greta-Kochbuch entdeckt in Griechenland und das verschenke ich meistens. Liederbuch, das ist das Liederbuch, ja, da sind alle meine kreativen Werke oder auch nicht drinnen. Da kommt noch Diktat des Durchschnitts. Das ist eines meiner frechsten Werke. 2-mal wurde ich geklagt, aber auch gewonnen. Ja. Und, aber mit denen musst du halt rechnen. Ja. Wenn du dich auf außergewöhnlichen Pfaden bewegst, musst du halt damit rechnen, dass da einer von hinten ins Knack schießt oder wie auch immer. Siehst du so irgendeine Zeit, wo man so das Gefühl hat, das war meine Zeit? Also am ersten Tag meiner Pension, das ist nicht zu vergleichen mit einem anderen Tag. Ich bin aufgewacht in der Früh, ich habe mir gedacht, so, legt mich alle am Arsch. Und ab heute ist eine Ruhe. Entschuldige den Ausdruck. Eine Herausforderung auch. Ich bin mit 53 in Pension gegangen. Natürlich, die Pension, kannst du dir vorstellen, ist entsprechend. Ist auch okay so. Es wäre sich nicht ausgegangen von der physischen Kraft und von der psychischen auch nicht. Und nebenbei, ich habe ja allerhand Turbulenzen auch noch immer. Seit der Student war auch super. Ich war natürlich gesundheitlich schon sehr anstrengend, sagen wir es einmal so. Und ich habe aber ab 40 einen Schnitt gemacht. Ich habe gewusst, dass ich so viele Kollegen ab unter die Musiker kommt, die leben halt nicht mehr. Exzessiven Leben. Ja, genau. Und ab 40 habe ich mit allen aufgehört. Mit Rauchen, mit Trinken. Ich schlafe heute 8 Stunden in der Nacht. Plus 1 Stunde Mittagsschlaf, ja, wenn mich mein Hund lässt. Und also das ziehe ich durch. Und jetzt, heuer bin ich 70, wie du leider nicht ausgemachterweise verraten hast. Mhm. Aber es wurscht jetzt. Und mein Vater ist mit 65 gestorben. Ne? War irgendwie ein Anlass, rechtzeitig in Pension zu gehen. Mein Vater hat auch so eine Vergangenheit gehabt. Von Mutter ist 90 geworden. Seine Großmutter 100, da haben wir gedacht, na, der wird ja was für die. Und da haben wir gedacht, na, das, mein Gott, na, ich renne keinen Marathon mehr, ich renne nur mehr Halbmarathon. Und so. Und die ganz langsam. Nein, du müsstest ein bisschen was für die Kondition. Dann haben wir gedacht, heißt, wenn ich mehr Sportsendungen schaue, vielleicht kann ich das irgendwie ausgleichen. Irgendwie wird das, nein, ich bin schon sehr faul, ist aber leider, aber das wird sich jetzt ändern. Mit was? Mit dem Hund? Ja, mein Hund, ja, der ist auch schon langsam in meiner Mentalität verankert. Aber ich habe einen Home-Trainer und ja, ich muss einfach. Bauch kriege ich auch schon. Und dann hat das falsche Level einer, wo der Punkt noch größer wird. Was gibt es noch für Ziele? Weil ein Mensch braucht Ziele. Ja, Buch schreiben kann man immer. Es dauert halt, ein Buch dauert halt oft ein Jahr und oft habe ich das überarbeitet, weil es nicht mehr aktuell ist. Sonst da waren ja Preise wie, was ich zum Beispiel. Van Gogh hat um 120 Millionen, ich meine, sowas finde ich fast unmoralisch im momentanen. Ja, das finde ich noch besser, wie ein Fußballer 100 Millionen. Naja, das ist so. Obwohl also, ich ein strenger Messi-Fan bin. Ja, okay. Der kann was, der Bulle. Der hat fast dasselbe Talent, wie ich als Kind gehabt habe. Eben. Nur aber, hat man aber, mich nie entdeckt. Naja, der liest also, da gibt es ja jeder Schmarrn, was der macht, sein CD im Homestudio. Da gibt es 100.000 Followers. Da habe ich so im Internet geschaut, da sagt eine, wie sie das Frühstück macht und da schauen 2 Millionen Leute zu. Da denke ich mir, sind die alle angerannt oder was? Die Welt ändert sich und das tut sich täglich. Aber man muss nicht jeden Scheiß annehmen. Das darf man auch nicht. In dem Sinne, lieber Rudi, ja. Danke für das Gespräch. Bitte gern, es ist meine Freude, mit dir zu plaudern, zu schäkeln seit Jahrzehnten. Okay. Du bist nur so ein junger Bub gegen mich. Ja, unbedingt. Aber ja, ich danke dir.
Wir werden in 10 Jahren noch einmal reden und dann schauen, gut. In der Urne. Was du in 10 Jahren getan hast. Nein, ich hoffe. Alles Gute. Bleib gesund. Dir, Rudi, und bei Ihnen danke fürs Zuschauen.